So, da sind wir dabei, zu versuchen, unsere ganzen Produktionsstätten, die wir jetzt haben, erstmal zu versorgen. Mais geht zum Eierhof. Feld 38 befindet sich gerade dabei, abzuernten. Die Ziegelei haben wir ein bisschen aufgefüllt wieder. So, dann schicken wir den jetzt mal hier auf die Reihe. Reise meine ich. So, dann gucken wir mal, wie sieht es denn hier aus? Ich den weiterschicken lassen direkt? Warum kann man den jetzt nicht abkippen lassen? Ach man, ist doof. Egal. Er fährt das Flusswasser. Er fährt dahin. So, ich muss gerade überlegen, können wir da noch was machen? Maiskörner werden nochmal aufgefüllt. Wasser würde ich nochmal auffüllen. Hier sind die Maiskörner alle. Der Fermenter müsste auch so gut wie leer sein. Ah, Silage können wir nochmal wegfahren. Allerdings weiß ich nicht, ob das Gartencenter noch auf hat. Muss ich gleich mal gucken. Sandkuhle. Haben auch leer gemacht. Oh, da gibt es schöne lange Geld. Die Lehmziegel verkauft werden. Fährt er jetzt hin? Abkippen, genau das wollte ich nämlich. Das sollte schon mal abkippen. Und dann wieder zurückfahren. Er hat es auch erfolgreich geschafft. Und hier ist jetzt die Frage, wo füllen wir zuerst auf? Die Ziegelei hat eigentlich noch Wasser. Wie dringend sieht es beim Eierhof aus? 35, 32. Komm, wir fahren das mal zur Ziegelei eine Runde. Da. Danach schickt man den zum Eierhof. Schauen, ob das funktioniert. Abfahrt. So, irgendeiner war leer mit Mais, das muss dann der andere sein. Einmal abkippen. Dachte mir, der hat keinen Weg gefunden. Ach, der steht hinter der Ausgabe. Ich weiß schon. Das Problem kenne ich. So, dann läuft auf jeden Fall die Eierproduktion wieder. Und ich überlege, verkaufen wir Silage direkt einfach gleich mal noch.
20 Uhr haben die auf. Gibt jetzt nicht immer so viel, aber es wird reichen, denke ich. Haben oder nicht haben. Wo steht er? Da. Weiß nicht, warum er hier immer keinen Weg findet. Daraus. Warte mal. Kann ich nicht den mit dem verknüpfen? So, jetzt hast du aber einen Weg, oder? Du willst mich doch wohl hier kommen. Nee, also ehrlich. Wie wär's mit dem Weg? Gut, das hätten wir dann auch mal geklärt. Und andere TGS entgegengefahren. Richtig, hier müsste einer stehen. Da muss ich den Punkt auch noch versetzen. So, danach schicken wir den im Wasserwerk. Wasserladen. Auskippen am Eierhof wird er nicht können, ne? Wieder Käse. Aber hinfahren kann er. So, dann greifen wir da gleich mal ein. Das ist perfekt. So. Wie sieht es bei unseren Kühen aus? Da haben wir auch noch nicht geguckt. Wir haben eine Kuh bekommen. Passt erstmal so mit dem Futter und so weiter. Wir hätten den Anhänger hier hingestellt. Sehr clever. Einmal voll machen. Den bitte auch. Und dann fahren wir abkippen beim Gartencenter. Puh, 278 Liter noch drin. So, einmal zum Gartencenter. Abkippen müsstest du selbstständig können. Immer. So, dann gucken wir mal rum. Das passt. Den wollte ich mir schnappen. Oh, Mist, der Shop hat zu, ne? Wollte mir eine neue Saatmaschine gönnen. Die Pronto haben wir geliehen. Die hier gerne. Wir nehmen einfach mal eine Pfütze Kredit wieder auf. Ich weiß, wir wollten erstmal runterkommen von den Schulden, aber so ist es jetzt nun mal.
Die kaufen wir auch neu. Lasst uns auch mal gleich ein bisschen Saatgut hinstellen und ein bisschen Dünger. Kannst ja trotzdem zum Shop fahren. Ich lasse mir die Saatmaschine rausstellen. So, dann kann ich. Ah doch, das müsste auch gehen. Oh, wir kriegen Geld. Unser LKW ist am Abkippen. Er fährt danach zum Eierhof. Bin mal gespannt, ob er beide Einheiten abkippt. Tatsächlich. Sehr schön. Ich glaube, von der anderen Seite ist kein Weg eingefahren, ne? Ich den erstmal zum Hof. Gab es wieder ein bisschen Geld heute. Wie sieht das überhaupt finanziell aus? Heute haben wir einen Verlust gemacht von 120.000. So, wer wartet zum Abtanken? Könnte man nämlich eigentlich anfangen, da noch schnell Weizen anzupflanzen. Top. Wir sagen einfach mal, der Händler hat uns das rausgestellt. Wir machen uns das einfacher. Auf den Puffer, ewig der Händler zu hat. Mist. Das reicht. Jemand eingebrochen beim Händler, das gibt's doch gar nicht. Sehr schönes Tool. Weiß gar nicht, von wo kommt denn der Träger. Da irgendwo ist er schon. Oder der müsste doch da hinten aus der Richtung kommen. Der Wario steht da. Wir sind hier die Schranken unten. Und der Zug steht da. Oh, sehr schön. Schrank ist wieder hochgegangen. Nee. Wieso fährst du denn nicht weiter da mit deinem Zug, ey? Ich bin noch kein Lokomotivführer hier. So. Warte mal. Ich sehe schon. Funktioniert so nicht, wie ich mir das vorstelle. Muss die Eisenbahn unbedingt ausschalten. Oh. Vielleicht probieren wir das mal auf diesem Wege hier. Danke. Hätte ich auch gleich alles selber machen können. So, und der Händler hat uns ein Hintertürchen aufgelassen. Er kennt es nicht. Muss hier mitten über die Straße laufen. Ehrlich.
So, ab heute hat der Händler 24 Stunden rund um die Uhr auf. Für Premium-Kunden so wie mich, da darf man den Hintereingang benutzen. Schon auffüllen. Mal Weizen ist auch schon eingestellt. Damit werden wir auch direkt aufs Feld fahren. Such dir mal einen Weg zur 38. So, das hätten wir auch. Ist auf dem Weg zum Eierhof. Richtig, er war jetzt hier. Was müssen wir mit dem noch machen? Oh, es fällt schon gut abgeerntet. Ohne selbst einen Finger krumm zu machen. Das finde ich ja dick. So, wir könnten noch was verkaufen. Wir haben noch Raps. Sonnenblumen stehen auch gerade gut im Kurs. Wir haben eine Fuhre Sojabohnen zum Supermarkt. Das werden wir machen. Wollten schließlich Geld einnehmen. Weiß gar nicht, ob er überhaupt beim Supermarkt da rumkommt. Das werden wir aber herausfinden. Und ich befürchte, dass der Anhänger zu lang ist. Gucken. Schön, dann lassen wir den mal fahren. Da kommt unser Wario entgegen. Kleiner Schlenker. Das Förderband fördert hier nicht mehr, wa? Doch. Eierhof, guck mal, da ist er fast da. Ups, nicht zu weit. So, dann machen wir den mal voll. Ich muss mal kurz gucken, hat das Wasserwerk noch Wasser? Sieht knapp aus. Teilen wir das doch noch mal auf. Oder Varius an Feld 38 angekommen. Einnahmen Ernte. Also das scheint wirklich abzukippen. Befürchte aber nur die Mulde vorne. Also den Aufsatz. Er fährt zum Hof. Das habe ich mir schon gedacht. Warum fährst du jetzt nicht weiter? Einmal abkippen. Wie viel ist noch drin? 18, das lohnt sich nicht. Haben wir heute auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Geld eingenommen. Schauen gleich mal. Vielleicht kommen wir sogar auf plus minus null. 20.000 haben wir nur noch. Minus.
Aber ich denke, damit können wir leben. Jetzt müsste ich ihm ja sagen können. Vor 2, da steht, glaube ich, keiner drin. Ach so, da kannst du ja nicht abkippen. Aber jetzt. So. Schauen wir mal. Genau, da steht keiner drin. Ich muss gucken, dass von der anderen Seite auch noch gleich so ein, dass ich so einen Verbindungskurs mache. Dass egal von welcher Seite man kommt, die hier direkt einparken können. Wie so ein Schienensystem. Eine Eisenbahn. Herrlich. Angekommen. Und dann nehmen wir den doch gleich mal. Fahren von der anderen Seite nochmal. Warte mal. Man könnte doch klugerweise diesen Punkt dem hier verbinden. Das funktioniert so schon mal nicht. Dann holen wir noch mal aus. Mensch, warum machst du denn das nicht? Du musst doch auch daran fahren können. Was ist denn hier dein Problem? Jetzt mal ganz im Ernst. Geht das nicht? Du musst doch von da aus auch daran fahren können. Wir probieren das einfach mal von hier. Hof, alle 1, Tor 2. Gucken, ob das jetzt funktioniert. Ah, so habe ich es mir vorgestellt. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. So, jetzt mal ganz kurz oben. Denke, wir zahlen auch erstmal Kredit wieder zurück. Umso weniger Zinsen müssen wir zahlen. Oben müsste unser Vario stehen. Den hätten wir mal upgraden können. Ja.